Ja, grüßt euch. Ich bin heute auf dem Weg wieder im Wald, aber nicht nur einfach so, sondern ich will dahin. Ja, und wenn ich da bin, dann melde ich mich gleich wieder. So, also ich bin jetzt da. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich wohne jetzt schon fast mein ganzes Leben hier in der Gegend. Und ich war noch nie an diesem Punkt. Noch nie. So. Und so sieht er aus. Also so sieht der Platz aus, an dem wir uns gerade befinden. Und da ist das Vorarlberger Grab. 1809. Schauen wir mal, was wir da alles lesen können. Also da steht, hier liegen Vorarlberger, gestorben am 17.07.1809 im Kampf für ihre Freiheit gegen Franzosen und Bayern. Ja. So. Also, hier war also eine Schlacht. Da hinten steht nochmal ein Stein. Ich weiß nicht, ob ich den rankriege. So, da werde ich schauen. Zu dem werde ich nachher auch noch schnell hinlaufen. Und schauen, was da drauf steht. Und jetzt schauen wir mal, was auf der Tafel da steht. Das spiegelt halt alles sehr, ne? Also, was da steht, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich versuche es vorzulesen. Die Vorarlberger Gräber erinnern an das Freiheitsjahr 1809. Im Frieden von Pressburg 1805 hatte Österreich seine Stellung in Süddeutschland verloren. Tirol und Vorarlberg waren an Bayern gefallen. 4 Jahre später erhoben sich die Tiroler unter Andreas Hofer und die Vorarlberger unter dem aus Trogen oder Treuen bei Weiler stammenden Anwalt Dr. Anton Schneider gegen die mit Napoleon verbündeten Bayern. Mehrfach griffen die Vorarlberger Kempten, die Hauptstadt des von Grönenbach bis ins Montagon reichenden Illertreisses, an. Zuletzt und vergeblich am 17. Juli 1809. Erst 1814 kam Vorarlberg ohne das Landgericht Weiler wieder an Österreich zurück. Ja, da sieht man den Bodensee und hier Vorarlberg, was aber mittlerweile nur noch bis Bregenz geht. Und alles andere gehört zum Allgäu. Jawohl. Gut, und jetzt gehen wir zum nächsten Platz und schauen, was wir da finden. Hier ist sogar ein Picknicktisch. Wenn man jetzt wüsste, wem dieser Platz hier gehört, da könnte man hier eigentlich ein schönes Allgäuer Buschkrafttreffen machen. Nun ja, wir hätten einen Picknicktisch, Platz genug, um die Tarps aufzustellen. Ja, und nachdem wir Buschkrafter sind und keinen Müll hinterlassen, sollten wir auch keine Probleme kriegen. Man muss halt nur rausfinden, wem das gehört. So. Ah, ein Kriegerdenkmal ist hier. Ich war hier auch noch nie.
So, und nachdem ich gerade hier an diesem wunderbaren Platz bin, zeige ich euch noch schnell mal ganz kurz, was ich jeden Tag, jetzt mal die Tasche zur Seite, was ich so jeden Tag mit mir rumschleppe, also mein persönliches Everyday Carry. Ja, fangen wir mal an. Also. Müssen wir auf Makro stellen. So, dann fangen wir mal an. Also, hier sehen wir mein Victorinox Multitool und hier mein neuestes modifiziertes Bushcraft Messer. Das habe ich aus einem alten handgeschmiedeten Küchenmesser zusammengezimmert. Es hatte eine zu lange Klinge, habe ich gekürzt. Ja, und dann hier in den Holzgriff, in den Originalholzgriff eingepasst und den ein bisschen modifiziert. Das Ganze steckt hier drin. Jetzt gehen wir weiter. Dann kommen wir hier zu meinem Karabiner. An dem habe ich erstmal hier 14 Meter Paracord, einen ja mit so einen Einhandfeuerstarter. Genau. Magnesiumblock, mein Schlüssel. Hier habe ich so eine kleine 0,33er Alu-Trinkflasche. Ja, und das war's hier. Gehen wir weiter. Kommen hier hin. Hier drin habe ich ein kleines Schweizer Messer. Ja. Große Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner, Flaschenöffner, Stech- und Bohrahle, Korkenzieher, mehr nicht. Also ein ganz normales, ein schönes kleines Schweizer Taschenmesser. Dann habe ich in der gleichen Tasche noch drin eine Gabel. Die ist super, wenn man irgendwo grillt. Dann kommen wir hier hin, hier ist so eine Signalpfeife, auch wieder mit einem Kompass drin. Da ist dann hier noch eine Lupe eingebaut, hinten drauf ein Thermometer. Dann hier eine Taschenlampe mit Solar und Dynamo. Und dann hier die Tasche. Was in der Tasche drin ist, zeige ich euch gleich. Da muss ich jetzt mal... Also, machen wir mal auf. Also, was haben wir hier drin? Hier drin habe ich ein kleines Messer, das ich selber gemacht habe. Hier ist ein Gummiband dran. Das ist ein Taschenmesser, das mir mal kaputt gegangen ist. Daraus habe ich jetzt so einen Skinner gemacht, wie man sagt, aber das ist eigentlich ein Notmesser. Hier mit Sägeschliff. Ja, das ist so ein Fingermesser zum Arbeiten. Die Scheide hier ist einfach aus PVC-Rohr geschnitten und dann mit Hitze bearbeitet. Steckt es hier rein. So. So. Dann habe ich hier eine Drahtsäge. Ein Mini-Buch. Welcher Singvogel ist das? Da stehen also mit Bildern und alles Wissenswerte über die verschiedenen Singvögel drin. Und es ist gut zu wissen, in welcher Jahreszeit die ihre Eier legen, zum Beispiel in einer Notsituation. Dann habe ich hier so ein Flip-Informationsding. So. Und also sind nur Sträucher und Ziergehölze drin. Also es ist ganz praktisch, wenn man Nahrung braucht. Dann zwei Erfrischungstücher, der obligatorische Tampon, eine Miniatur Deutschlandkarte, beschichtet, also die ist wasserfest, und eine Rettungsdecke. Ja, und das war so alles, was in dieser Tasche drin ist. Ja, und da seht ihr, ach ja, noch was. Den habe ich auch immer mit dabei. Brauche ich mir keinen Schnitzen.
So. Fehlt noch was? Ja, es fehlt noch was. Und zwar, ich bin melde mich gleich wieder. Und was ich noch mit dabei habe, ist jetzt immer der hier. Das ist der Faltbecher 270 Milliliter. Also Maximalfüllvermögen. Also ich würde sagen, mit 230 Milliliter ist der befüllt. Dann hat man oben noch einen Rand, aus dem man dann trinken kann. Ja, genau. So. Ja, und das war es eigentlich auch schon im Allgemeinen, was ich so jeden Tag mit mir rumschleppe. Und zwar wirklich egal, wo ich hingehe. Okay, manchmal mache ich das feststehende Messer dann doch vom Gürtel weg, weil in der heutigen Zeit ja die Leute alle so drauf geeicht sind, dass wer mit so was rumläuft, ist ja gefährlich und ach, schlag mich tot. Totaler Schwachsinn. Gerade in der heutigen Zeit gibt es so viele Bushcrafter, was mir jeden Tag das Internet beweist. Ne? Und nicht nur mir, sondern auch euch. Ja. Ich werde jetzt noch hier schnell mein ganzes Gedöns wieder verpacken. Ich hoffe, ich kriege das alles auch wieder in der Tasche unter, weil die ist schon ganz schön gestopft voll mit dem Zeug. Aber ich denke mal, wird schon irgendwie funktionieren. Hat ja auch beim ersten Mal funktioniert. So. Also das Hauptsächliche ist drin. Jetzt kommt noch die Karte. Das ist immer das, was am meisten Platz wegnimmt. Das ist die kleinste Karte, die ich finden konnte. Ja, ich finde die gar nicht schlecht. Die ist recht gut. Der Maßstab ist 1 zu 1,650.000. Aber ist gut im Maßstab, sind auch alle größeren Wege drin, alle Grenzen eingezeichnet, geht bis runter nach Südtirol. Ja, also wie gesagt, was das Ganze wiegt, was ich da so jeden Tag mit mir rumschleppe, kann ich euch leider nicht sagen, aber das muss ich euch jetzt schnell zeigen. Eine Transall. Die kommt aus Landsberg. Da ist sie. Die dreht gerade hier ihre Runden. Ja, jetzt ist sie hinter den Bäumen. Jetzt kann man nicht mehr hinterher. Ja, die kommt vom Stützpunkt in Landsberg am Lech. Besser gesagt in, ich glaube, Lager Lechfeld sogar. Ja, Lager Lechfeld. Das heißt nicht umsonst so. Da war auch so ein Konzentrationslager. Jep. So. Pack mal alles wieder ein. Und dann schauen wir weiter zu dem Stein, den ich da vorhin gesehen habe. Mal schauen, was auf dem drauf steht. Ja, ihr habt jetzt mein Everyday Carry gesehen. Gut, bei der Trinkflasche muss ich sagen, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin oder sonst wo, dann lasse ich die natürlich auch daheim. Aber sonst trage ich alles andere permanent mit mir rum. Also den Becher, diese ganzen Sachen, die an meinem Gürtel und an den Karabinern befestigt sind, die schleppe ich alles mit mir rum. So. Ja, und jetzt gehen wir weiter und wir sehen uns dann gleich an dem nächsten Punkt. Ja. Also als ich gerade einfach auf dem Weg weiterlaufen wollte, habe ich gesehen, dass hier überall überall solche Steine stehen. Dann mal schauen, ob die irgendeine besondere Bewandtnis haben oder ob die einfach nur so in der Gegend rumstehen. Werden wir gleich sehen. So, wo ist jetzt da? Der erste. Also da steht so ein Stein, nichts drauf. Okay, sind nur Bleche drauf.
Aber die haben irgendeine Bewandtnis. Bloß was für eine, kann ich euch nicht sagen. Wenn es einer von euch weiß, was das bedeutet, sagt mir Bescheid. So, ich hoffe, ich ziehe jetzt keine Zecken wieder mit. Mal schauen. Vorarlberger Gräber. Das sind also alles Grabsteine hier. Hier ist tatsächlich das Schlachtfeld gewesen. Aha, okay. Oh. Auch komisch, am Hang oben so eine matschige Wiese zu haben. Ja. Gehen wir zur nächsten. Da steht wahrscheinlich auch Vorarlberger Gräber dran. Dann gehen wir mal hier so entlang bis davor. Und dann sehen wir weiter. So, dann sind wir hier. Wahrscheinlich der nächste Grabstein. Jep, Vorarlberger Gräber. Das sind also alles Grabsteine, die hier so verteilt sind. Gut, dann gehen wir mal weiter. Da innen kann man auch weiterlaufen. Ja, dann gehen wir doch im Wald weiter. Ja, wie ihr hört, also mit meinem Everyday Carry kommt man nicht sehr leise im Wald vorwärts. Scheppert halt schon ein wenig. Aber was soll's? Haben die Tiere erstmal. Ich bin ja nicht auf der Jagd, außer nach Bildern und schöner Natur. Ja, aber da haben die Tiere wenigstens genug Zeit, vor mir Reis auszunehmen. So, jetzt kommen wir schon ein bisschen tiefer in den Wald. Die Sonne steht schon sehr tief. Wir haben maximal noch 1,5 Stunden Licht. Ja, ich werde jetzt hier noch so. Oh, schön. Oh, schön. Also das ist eigentlich schon eine perfekte Buschkraftgegend. Ne? Mit dem, wenn man rausfindet, wem das gehört, welchen Bauern, kommt man da garantiert auch, hat man dann garantiert auch. Ich meine, wir haben ja nichts dagegen, also ich habe nichts dagegen, wenn der Bauer selber mitmachen würde. Vielleicht gehört es ja auch in der Stadt, dann wäre es noch einfacher. Ja. So, hier Birken, das ist auch praktisch. Also zwei Birken stehen hier schon mal. Buchenhammer und Fichten. Ist das super. Schön. Ja, dann gehen wir mal hier durch. Hier schon überall abgeschnittene Birken. Äste, das ist so praktisch. Ja. Ja gut, die sind morsch, aber Birke brennt, wie wir alle wissen, auch nass. Also von dem her sollte es kein Problem sein. Oh, Sauerklee, auch schön. Also hier wurde schon gebaut, das was? Ah, eine Schaukel, das ist ja cool. Das ist ja geil. Ein kleiner. Oh, was hatten wir hier gerade? Ein Frosch? Da! Cool. Das ist ja auch kein Wunder, hier ist ja auch da überall Tümpel, ziemlich feucht hier. Aber hier hat irgendjemand irgendwann mal aus dem Holz, das hier so rumliegt, versucht einen Spielplatz zu bauen. Hier eine alte Schaukel, voll cool. Aber mei, wenn es so feucht ist, das morscht halt, fault halt alles durch. Aber finde ich cool. Das ist ja mal geil. Ja.
Da schöner abgestorbener Baum mit sehr viel Zunderschwamm dran. Sehr, 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 sehr viel Zunderschwamm dran. Ist doch cool. Ist das super hier. Das gefällt mir. Ziemlich hochgewachsenes Springkraut. Da, super. Das ist gut. Ja, hier wird demnächst auch einiges ausgeholzt, wie man sieht. Ja, zurzeit ist der Holzpreis so hoch wie schon seit Jahren nicht mehr. Deswegen werden gerade überall die Wälder ausgeholzt. Da hätten wir zum Beispiel sehr harzreichen Baum. Also könnte man daraus wunderbar Kienspan herstellen. So. Da hätten wir Harz. Super. Also der Wald hier scheint relativ, obwohl er so feucht ist, relativ gut geeignet. Also mit einer Hängematte könnte man hier, glaube ich, schon gut übernachten. Hier eine kleine Schlucht. Mit fließendem Wasser, ist doch super. Fließt hier durch. Ja, also Trinkwasser wäre auch da. Naja, Trinkwasser für die meisten Menschen nicht auf den ersten Blick. Wie Aber für Bushcrafter ist das kein Problem, es ist gutes Wasser. Ja? Au. So. Richtig schön. So, schauen wir mal, was wir da vorne noch finden. Ja. Ich hätte mir eventuell doch meine Wanderstecken mitnehmen sollen. Würde ich hier besser durchkommen. Ich gehe jetzt nicht da runter, ich gehe jetzt hier oben lang und schau mal. Oh, ist das schön. Doch, die Gegend, also ich war hier tatsächlich noch nie. Das ist ja mal richtig geil hier. Da, ist doch schön. Schöne Gegend. Gefällt mir. Da nochmal eine Birke. Ja. Da Harz am Baum. Also. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat es gefallen. Ich mag die Gegend. Gefällt mir sehr gut. Sieht schön aus. Ressourcen sind da. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, ob man hier eventuell ein Bushcraft-Treffen veranstalten kann und wem das Gelände gehört. Ja, nochmal. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne. Tschüssikowski.